Neon-Zuchtversuch in der Dose. Ja, und damit hallo zum dritten Teil zu diesem kleinen Versuches, zu diesem kleinen Experiment, den Neon-Sammler in einer Kunststoffdose zur Vermehrung zu bringen. Im zweiten Teil, den ich euch gerne oben jetzt nochmal einblende, hatte ich ja erwähnt, dass die normale Entwicklung der Eier in etwa 3 Tage bei 25 Grad in Anspruch nimmt. Da das Ganze ja hier bei Raumtemperatur versucht wurde, wollte ich dem Ganzen noch ein paar Tage länger gönnen. Insofern heute das Zwischenfazit. Und ja, was soll ich sagen? Der Blick in die Dose war auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite negativ. Also ich habe bisher noch keine frisch geschlüpften Jungfische begrüßen können. Das definitiv nicht. Allerdings dafür verpilzte Eier. Grundsätzlich war ja die Frage, ist es überhaupt möglich, den Neonsammler in einer Kunststoffdose dazu zu bewegen, sich fortzupflanzen, überhaupt dazu zu bewegen, Eier zu legen und dann auch eben entsprechend die Eier ja, zur Entwicklung zu bringen. Ich denke mal, die erste Frage kann man auf jeden Fall mit einem Ja beantworten. Die Eiablage ist definitiv möglich. Es gab Eier, es gab auch jetzt oder es gibt auch jetzt verpilzte Eier. Insofern ist dieser Versuch nicht unbedingt gescheitert, aber eben auch noch nicht an seinem Ende und soll an der Stelle auch noch nicht vorbei sein, sondern hier ist einfach noch ein bisschen Nachjustierung nötig, um das Ganze dann am Ende auch zu einem wirklichen Erfolg zu bringen. Denn grundsätzlich war natürlich auch die Frage, erstmal zu beantworten, wie stecken es die Paare überhaupt weg in dieser Kunststoffdose ohne zusätzliche Belüftung bei doch etwas kühleren Temperaturen als gewöhnlich. Normalerweise ziehe ich die Neonsammler in einem 12 Liter Becken 30-20-20 nach bei konstant 25 Grad bei einem gut eingelaufenen Filter. Das Ganze ohne Bodengrund, aber dafür ist dann der Glasboden des Beckens mit einer ungefähr 2-3 cm Schicht von Javamoos bedeckt, sodass die Eier entsprechend unten reinfallen können. Und nach etwa einer Woche nehme ich die Paare wieder aus den Becken heraus. Und dann muss ich eigentlich quasi nichts weiter machen, als eben abwarten, bis dass die Tiere schlüpfen und nach oben kommen. Und dann läuft das Ganze quasi auch von alleine. Insofern war hier erstmal die Frage zu beantworten, wie reagieren die Paare überhaupt auf diese komplett anderen Bedingungen. Und auch da muss man sagen, das hat super gut funktioniert und insofern sehe ich da auch kein Problem, im zweiten Versuch dann oder im zweiten Ansatz dann die Verweildauer der Paare deutlich zu verlängern. Insofern 5-6 Tage auf jeden Fall machbar und ja, so wird der zweite Versuchansatz dann auch aussehen. Der neue Ansatz wird auf jeden Fall jetzt nicht unmittelbar direkt starten. Da werde ich mir jetzt einfach noch ein paar Tage Zeit nehmen, damit die Tiere einfach noch weiter zu Kräften kommen können. Die ersten Ansätze sind auf jeden Fall bei den Weibchen jetzt schon wieder vorhanden. Und ja, ich denke mal, mit einer leichten Modifikation zum ersten Versuch sollte der zweite Versuch dann doch entsprechend auch etwas besser ausfallen. Und es wäre auf jeden Fall schon mal ganz hilfreich, wenn die Menge an Eiern deutlich erhöht werden kann. Insofern keine positiven Nachrichten, aber auch, wie ich finde, keine negativen Nachrichten, denn grundsätzlich dieser Versuch oder dieser Versuchsaufbau funktioniert, sonst hätten wir keine Eier. Und Eier sind nun mal der Grundschlüssel dafür, dass hier überhaupt eine Vermehrung der Tiere stattfinden kann. Falls ihr in der Zwischenzeit schon mal einen ähnlichen Versuch gestartet habt in der Zwischenzeit und habt da vielleicht andere Erkenntnisse mittlerweile, lasst es mich doch gerne in die Videokommentare wissen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr für interessieren, ob ihr da vielleicht schon mittlerweile andere Erkenntnisse habt als ich. Denn ich finde diesen Aufbau an sich weiterhin super faszinierend, super spannend, denn es wäre eine absolut einfache Methode, den Neonsammler eben zur Vermehrung zu bringen. Da wird ja immer noch so ein bisschen, quasi ein bisschen Mythos rausgemacht, dass es ein Fisch sei, der absolut schwierig zu vermehren ist. Und ich glaube, da ist es mal an der Zeit, das Ganze auch entsprechend zu widerlegen. Ich hatte ja eigentlich überhaupt gar keine Ambition, den Neonsammler jetzt über kurz oder lang nochmal nachzuziehen. Aber wie gesagt, aufgrund diesem Zuchtbericht, den ich da gefunden habe, war ich natürlich sehr dahinterher, dieses Experiment auf jeden Fall auch zu starten und auszutesten. Und ja, von daher auch für mich ein bisschen Neuland, aber es macht auf jeden Fall Spaß, ein bisschen zu experimentieren, um dann
am Ende dem Ziel immer näher zu kommen und ja, das Ganze dann entsprechend auch zum guten Abschluss zu bringen. Soweit das als kleines Zwischenfazit, als dritter Teil quasi. Und ja, der vierte Teil wird auf jeden Fall folgen und dieses Experiment geht in jedem Fall in die nächste Runde. Ich danke euch fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Tschüss und bis bald.